Und wieder ein kleines Schmuckstück. Und zwar dachten wir uns, wir brauchen doch mal etwas für unsere kleine Roxy. Und haben uns mal diesen Hundesalon, diesen fahrbaren Hundesalon besorgt. Wie ihr seht, hier liegen schon mal die Teile vorab. Und ich sage mal, starten wir los und bauen es zusammen. So, die Karosserie soweit steht. Das ist schon mal gut, dass es vorgebaut ist. Einfacher. So, dann kommt noch vorne die Scheibe dran. Nehmen. Und reinstecken. So, gut. Unsere Vorderscheibe ist drinnen. Dann verschönern wir das Auto ein bisschen mit den Aufklebern, die mit dabei sind. So, und zwar kommt vorne einer drauf. Und zwei Aufkleber sind noch da fürs Kennzeichen. Das müssen wir hier vorne dann noch draufklicken. Das Kennzeichen drauf. So, klebt. Hinten ist auch eine kleine Ausstülpung, wo man das draufkleben können. So. Gut. Und die Kennzeichen sind drauf. Als nächstes befestigen wir die Reifen. Dazu brauchen wir die Reifen und das Innenleben. Das mache ich jetzt schnell und dann zeige ich euch, wie das Ganze aussieht. Die vier Reifen habe ich fertig mit dem Innenleben. Und dann müssen wir noch die Befestigung dran tun, damit wir es natürlich ans Auto ranmachen können. Von außen noch eine kleine Verschönerung. Okay, dann geht's schon ran ans Auto. Einen Reifen nach dem anderen. Jetzt halt. Reifen sind dran, gar nicht so einfach, aber wir haben es geschafft. Gut, wenn das gemacht ist, dann können wir das Gepäck noch drauf tun. Schaut doch schick aus. Oben auf kommt noch hier der Gepäckträgerhalter. Wird einfach nur rein gedrückt. Und vorne noch eine zweite Verschönerung. Jetzt kommt noch die Anhängerkupplung hinten dran. Ist recht so, etwas schwer zum Reindrücken, aber wir haben es geschafft. Und soweit ist unser Auto fertig. Dann brauchen wir natürlich noch unseren Behandlungstisch. Da haben wir hier unseren Tisch. Dann braucht er noch die Füße.
ist noch ein kleines Köpfchen, den kann man da dran tun, egal von welcher Seite. Das kann man schön an den Tisch ran tun, ob von der Seite oder vorne. Ich tue es einfach mal vorne mit dazu, wo man gewisse Utensilien einfach reintun kann, wie hier zum Beispiel liegt ein Rasierer, eine Bürste, Zahnbürste und was man so braucht. Dann kann man noch dran machen, hier hinten eine Halterung für anderes. So. Zum Beispiel hier ist was. Da wird nämlich oben auf hier die Leine mit zum Beispiel befestigt. Kann man hier reinstecken. Wenn der Hund dann drin ist, dann kann man ihn festmachen und behandeln. So, mit dabei ist noch eine Wanne, ein Handtuch, da nehme ich hier die Utensilien, die tun wir hier rein. Ein Koffer ist mit dabei, da kann man, wenn man möchte, eben auch einen Aufkleber drauf tun, so, dass man weiß, dass das hier zugehört. Hundesalon für unterwegs. Genau. Dann haben wir noch einen Hund mit dabei. Das Wichtige ist, ohne den geht es nicht. So. Schaut ein bisschen nackt aus, den muss man erst anziehen. Für seinen Kopf stülpt man ihm schön drüber, schaut auch gleich ganz anders aus, nicht mehr so nackt, und den Rest kann man verteilen, wie man möchte. Man kann zum Beispiel was aufs Schwänzchen drauf tun, es ist schön gummiartig, deswegen kann man das recht schön anziehen, oder zum Beispiel hier auf den Fuß was drüber stülpen, einen anderen, dann hier vorne und vorne. So. Zwei haben wir hier als Ersatz. So, dann ist unser Hund hier auch wieder soweit fertig. Wer möchte, kann ihn natürlich noch verschönern, indem er ihr oder ihm, je nachdem, Schleifchen setzt oder Herzchen, es ist hier verschiedenes dabei. Das ist zum Beispiel ein Herzchen, das schaut auch sehr süß aus. Kann man nicht hier mit reinstecken. Schaut sehr, sehr lieb aus. Oder wer möchte, ich zeige jetzt einfach mal zwei verschiedene Sachen, kann auch einfach eine Schleife nehmen. Man kann ihn verschönern, wie man möchte. So, Schleife oder Herzchen. Ich setze ihn einfach mal da auf. So, dann haben wir hier noch ein Shampoo mit dabei, noch eins, dann eben hier Schleifchen oder wer möchte, sind auch Blümchen mit dabei. Dann haben wir einen Föhn, der mit dabei ist, einfach mal in die Wanne rein, dass man das schön sieht, was zum Sprühen. Eine Schere, natürlich einen Kamm und eine fleißige Frau, die das Ganze macht. So, die Friseuse, die Hundefriseuse. Da sind hier noch einige Schleifen, auch in Blau und eine Blume. Also man hat wirklich viele Möglichkeiten, wie man es gestalten möchte. Mit dabei ist auch noch zusätzlich ein Set zum Bürsten. Und hier ist auch ein Pinsel drinnen, nochmal ein anderer Kamm. Also man sieht, dass man hat sehr viel Auswahl. Und ein kleines Kästchen, wo man natürlich auch noch gewisse Gegenstände reintun kann. Da kommt auch ein schöner Aufkleber drüber. Mit einem süßen Hund.
Und da kann man auch Kleinigkeiten reintun und mitnehmen, zum Beispiel. Genau, gut, das war's dann soweit vom Set. Es ist, würde ich sagen, schon einiges dabei, um den einen oder anderen Hund zu frisieren. Ich finde sehr schön, dass man unterschiedliche Möglichkeiten gewählt hat. Blumen, Herzchen, Schleifen und auch in verschiedenen Farben. Dass ein Hund mit dabei ist, ist toll. Und noch jede Menge Arbeitsmaterial, sage ich jetzt einfach mal. Gefällt mir gut und ich denke, wir werden sie mal des Öfteren für unsere kleine Roxy bestellen und sie schick machen lassen. Gut, das war's zu diesem Set. Ich hoffe, es gefällt euch. Also ich finde es richtig putzig, muss ich sagen. Und ich denke durchaus, dass wir es demnächst in einer Geschichte verwenden werden. Gut, dann lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal.